Mahlzeit zusammen. Wir spielen eine weitere Runde Okami HD. Wir sind im Windschrein. Das letzte Mal haben wir es hier über das Hindernis geschafft. Da habe ich mich ein bisschen trottelig angestellt, um herauszufinden, wie ich denn darüber komme. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir hier gleich die nächste Aufgabe. Aber ich schätze mal, das können wir doch bestimmt mit dem Wind lösen. Jetzt muss ich nicht. Jetzt weiß ich leider noch nicht ganz genau. Wie ging denn das nochmal? Ach ja, genau. So ein. So war das. Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Dann können wir jetzt rübergehen. Hier nochmal das Gleiche. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Entwickler hier wirklich gedacht haben, machen wir mal dreimal das Gleiche. Naja. So, das sieht so ein bisschen wie Zwischenboss aus. Zwischenbossgebiet. Hä? Hast du das gesehen, Emmy? Das ist eine Art Kristall. Sieht aus wie etwas mit... wie etwas mit vielen Köpfen oder so. Ich wette, das ist der Lindwurmkristall. Mit dem man Orochis Schutzschild aufheben kann. Du weißt schon. Ja, am Anfangsgebiet gibt es quasi... Du bist quasi den Eingang zu Orochis Gebiet oder Höhle oder so. Und das wird aber mit einem Schutzschild bewacht, da kommt man nicht rein. Und dazu brauchen wir wohl den Lindwurmkristall. Wenn ich das noch richtig erinnere. Das Ding, welches dieser Wacker gesucht hatte. Perfekt, wir haben das Ding vorhin gefunden. Das hört sich doch... nach Endboss an. Wobei ich gedacht hätte, dass der Windschrein größer ist. Na, ah, schöne Flammenanimation. Ein blutroter Helm. Hey, das muss Rothelm sein. Hä? Er sieht aus wie ein ganz fieser Typ. Bereite dich schon mal auf ihn vor, Fellknäuel. Okay. Was zur Hölle? Sind das etwa die Satomi-Krieger der Macht? Schützen sie uns vor irgendwas? Oh, da geht das schon los. Okay, erstmal schauen. Haben denn. Hat es denn. Okay, wir ziehen ihm erstmal keinen Schaden ab. Können wir denn eigentlich. Naja, das. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt direkt was bringt. Aber zumindest können wir so... Was ist denn das? Können wir... Ah. Der macht ganz schön viel mit Feuer, also wahrscheinlich... sollen wir hier wirklich... Aber... Boah, der hat so ein krasses Pferd. Ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, wie wir denn ihm Schaden machen. Wie war das nochmal mit der Bombe? Das war doch so. Nein, lauf doch nicht weg.
und schön, genau. Was macht auch keinen Schaden. Okay. Also wenn er so viel mit Flammen macht, wird es doch sicherlich. Ich mache ihm da noch einen Schaden. Wahrscheinlich muss ich im richtigen Augenblick. Oh, okay, das war nicht ganz richtig. Doch, dann mache ich leider wieder kein. Also scheint ich ein bisschen Schaden zu machen. Das Gute ist, bisher haben wir noch keinen Schaden. Aber ist das schon zu spät oder kommt da raus? Nee, nicht. Ach, jetzt hat er uns mal Schaden zugefügt. Rechtags. Aber wie kann ich ihn denn wieder stunnen? Das habe ich noch nicht so ganz herausgefunden. Das war so eine Bombe. Oh, das ist nicht schlecht gewesen. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, wie wir ihn denn stacken. Was haben wir denn da gemacht? Alles irgendwie Zufall? Da müssen wir ihn vielleicht mit dem Windstoß quasi abdrängen. Erinnert mich so ein bisschen an Leutenkämpfe bei Zelda Breath of the Wild. Ja. Hier kann ich ihn wieder. Ja, auch das. Von der Mechanik erinnert mich tatsächlich stark an Leuenkämpfe. Das ist ja witzig. Wieso kann ich hier vielleicht die Sicht. Ich habe hier aber auch nirgendwo Wasser, was ich vielleicht die. Wassertechnik einsetzen kann. Oh. Okay. Oha, wir sind schon fast besiegt, aber ich glaube, wir haben doch jede Menge von diesen, genau, 10 Einheiten sogar. Aber ich hätte vielleicht ein paar. Kampf-Items, also hier so, ja, Kampf-Items, die den Schaden erhöhen oder so auch auf Vorrat halten sollen. Man ist, da kommt man sich mal voll dumm vor, wenn man nicht die richtige Vorgehensweise rausfindet. Also wir haben es einmal geschafft und dann. Aber ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, wie wir das reproduzieren können. Jesus. Er macht doch ähnlich viel Schaden wie der Leune. Oh Mann, ich freue mich ja schon auf Tears of the Kingdom. Das erscheint ja in Kürze. Wird es noch ausgiebig hier auf dem Kanal geben. Glück, dass wir hat umgefahren. Zeitweise unbegrenzt hinter. Okay, so also ein bisschen haben wir ja doch. Also ein paar Kampf-Items haben wir ja doch. Aber trotzdem müssen wir erstmal rausfinden, wie wir den jetzt. Wie wir den stunnen können.
Der brennt ja. Jetzt haben wir ihn, glaube ich, bis dann gekommen. Jetzt können wir ein bisschen Schaden zufügen. Das ist natürlich super. Lass mal eine Bombe zeichnen. Boah. Okay, also fast die Hälfte haben wir schon. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Es ist halt immer frustrierend, wenn man nicht so richtig weiß, wo kommt denn das jetzt her? Wie habe ich denn getriggert, dass der... dass er quasi komplett gebrannt hat? Versuch's einfach immer weiter mit dem Windstoß. In der Hoffnung, dass es irgendwas wird. Der macht auch ganz schön viel Schaden. Also man sieht schon deutlich, dass das Spiel sich oft an Breath of the Wild inspiriert hat oder davon hat inspirieren lassen. Da muss ich vielleicht die Windrichtung so abpassen, dass er sich quasi selber anzündet. Es ist und bleibt ein Rätsel. Okay, wir müssen auf jeden Fall einen kühlen Kopf bewahren. Ja, wir haben schon ein Drittel der, der Helfleiste abgezogen. Ein Glück, dass wir so viele Items haben. Aber ich hoffe, dass die uns nicht irgendwann ausgehen. Aber warum bewirkt das nichts? Ey. Don't get it. Okay, das mag er gar nicht. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, ob ich das irgendwie hätte, ob ich das irgendwie smarter lösen kann. Jetzt brennt er. Jetzt muss ich den, glaube ich, löschen. Und jetzt kann ich mir Schaden zu tun. Ich weiß nicht genau, wie ich das getriggert habe, aber lasst uns die... So, genau, wir sollten einfach eine Bombe machen. Das macht ja noch ein bisschen mehr Schaden. Warum haben wir noch so wenig Held? Hab ich keine? Ach, hier.
Drei Einheiten. Ja. Aber wie habe ich das jetzt? Wahrscheinlich sollten wir es beim nächsten Mal dann sogar schaffen, ihn down zu bekommen. Wenn uns nicht vorher die Items ausgeben. Wobei mir halt immer noch nicht so recht klar ist, wie haben wir das jetzt getriggert, dass der sich quasi selber anzündet oder so. Beziehungsweise wie können wir das auslösen? Es bringt zwar nichts, glaube ich, aber einfach fürs Gefühl. Wieder nicht. Springt er einfach nur oder macht er. Ja, gut, er ist so gesprungen. Ja. Hat jetzt kein Feuer gemacht oder so. Ja, ich glaube, jetzt rennt er wieder. Genau. Oh Mann. Aber hey, wir müssen. Ruhig bleiben, das bekommen wir schon hin. Macht er da jetzt eine Feuerattacke? Nee. Oh Mann, da werde ich mir in den Kommentaren was anhören können, wie doof ich mich angestellt habe. Das ist doch mal ein spannender Kampf. Hat er sich der jetzt selber angezündet? Nee. Oh. Oh nein. Schon heilen. Mache ich das denn? Also wir sehen, dass der Kraftstreich auch gar nichts bringt. Irgendwie. Und das ist auch immer irgendwie zufällig, wann er was für eine Attacke macht. Das umlegen kann. Was machst du?
Das war der kniffligste Boss bisher. Offensichtlich, boah, wieso? Was hat uns da jetzt Leben abgezogen? Belasto! Wahrscheinlich hätte irgendeinen super klugen Weg gegeben, mit dem es mega einfach gewesen wäre, der mir einfach nicht eingefallen ist. Jesus Christ, kannst du jetzt, dich jetzt bitte einfach mal selber anzünden? Ob das wieder zu spät war oder ob das einfach nicht den Erfolg bringt, den ich gern hätte. Fähigkeit. Wir gehen hier langsam. Wir gehen hier langsam die Items aus. Wie mache ich das denn, dass du dich hier selber anschließt? Pinselfähigkeit. Ich bin immer ein Stück zu spät. Das ist eigentlich jetzt vielleicht immer noch nicht. Muss es doch irgendeine andere Lösung geben? Das ist ja gar nicht. Ah, schon wieder keine Pinselfähigkeit. Thank you.
schlimm ist. Wenn wir es jetzt verkacken, dann bringen wir auch erstmal einen neuen Versuch nichts, weil dann haben wir ja keine Items mehr. Was war das denn? Oh Gott. Hey, wir ziehen ja halt auch echt mit einem Streich. Und jetzt gehen. Ich hatte vorher eine Million Kampf-Items, jetzt gehen die mir echt zum eigenen. Das ist doch aber auch kein Spaß hier. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Alter. Wir machen halt doch keinen Fortschritt. So, jetzt habe ich auch keine. Doch, eins habe ich noch. Habe ich keins mehr. Manchmal ist das Spiel echt frustrierend.
doch nichts. Das wird doch nichts. Ist das frustrierend. Jetzt mach doch mal eine Kackbombe, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn mit... Was ist denn dein Scheißproblem? Ja! Alter! Echt auf den letzten Metern. Ach, jetzt sagt er eine zweite Phase, oder wie? Nee, doch nicht. Glück gehabt. Boah, das hätte aber auch echt nicht länger dauern dürfen. Wir hatten keine Heil-Items mehr. Ha? Kneift der etwa? Gib nach, Remy! Schnell! Digga. Zurück, du Höhle. Ich kümmere mich um den hier. Angriff! Was zum Teufel macht er da? Er wird in kleine Stücke geschnitten werden. Zeit für ein bisschen Pinselarbeit, Abby. Oh nein, das hat sich doch viel. Nach Quicktime-Events an. Oh. Autsch, heiß, heiß, heiß. Glaubst du wirklich, du kannst mich damit besiegen? Ah. Was sind denn das für kleine Zeitfenster, Alter? Weiß ich noch gar nicht, muss ich da einen Windstrahl machen? Blasto. Alter, das gibt's doch gar nicht. Warte. Okay, wir haben es verpasst. Alter. Warum hat denn das jetzt nicht gezählt? Also diese Hitboxen sind manchmal auch echt frustrierend. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das Spiel ist Fleißarbeit. Und jetzt ein bisschen Wind.
Ja, Wind, mehr Wind. Was sagst du nun, Pate? Hier ist noch mehr. Warte, die geheime Technik. Zorn des Windes. Jetzt bin ich sicher. Das ist nicht mein Werk. Es sind die Götter. Sie spielen mit mir. Wollt ihr denn niemals aufhören, mich zu verspotten? Hört ihr mich da oben? Seid ihr nun glücklich? Oh, warum muss ich diese Bürde tragen und Nagis Nachfahre sein? Alles, was ich möchte, ist es in Frieden zu leben. Macht es euch Spaß, mich ständig zu verfolgen? Alles okay, Alter? Verdammt, sollt ihr Götter sein. Ich will eure Macht nicht. Diese ganze Welt kann zum Teufel gehen, soweit es mich betrifft. Genug von diesen Legenden und Nagis Nachfahre-Geschichten. Lass mich doch einfach, wie ich bin. Was war denn das? Uah. Geh weg! Diese Stimme. Eins nach dem anderen. Du treibst mich noch in den Wahnsinn. Hör auf! Ich will davon jetzt nichts hören. Geh weg! Lass mich alleine. Was war denn das, Emmy? Erhalten göttliches Instrument. Lebensperlen. Gebetsperlen, die eine Energie des Lebens nutzen. Hallo, ich störe bei irgendwas? Au, Backe, es ist wieder dieser Möchtegern-Prophet. Hey, was das ist? Es ist der Lindwurmkristall und endlich gehört er mir. Du hast ja ganz schön Nerven, so in unsere Sachen reinzuschnüffeln. Wir haben ihn zuerst gefunden. Es wird dir nichts nützen. Ich meine, ich bin der Einzige, der den Schutzschirm damit aufheben kann. Du weißt schon, den Schutzschirm der Mondhöhle, Orochis Bollwerk. Hier geht ja Schlag auf Schlag. Ah, meinst du mich, Großer? Nur keine Hast. Ich gehe ja aufmachen. Hey, was geht dir vor sich? Warum gehst du rüber zu Rochi? Oh, das hatte ich ja beinahe vergessen. Zeit für eine Prophezeiung.
Ich sehe eine Rendezvous mit einem süßen kleinen Ding. Was soll's? Ich muss los. Goodbye, Baby. Warte einen Moment. Den Schutzschirm der Mondhöhle aufheben? Was zum Teufel hat er vor? Jetzt ist keine Zeit für dein Siegesgeheul, Fellknäuel. Wir müssen hier raus und mit unserer Mission weitermachen. Schnell!